Was geht, Leute? Mein Name ist Arnold Fox und heute spielen wir wieder Crawling in the Dark. Ein Roguelike Dungeon Crawler in VR. Und das letzte Mal haben wir einen kleinen Einstieg schon gehabt und auch gleich gespielt, wie es ist zu sterben. Ich hoffe, wir stellen euch diesmal besser an und versuchen heute die neue Waffe. Ein Kurzschwert haben wir geschmiedet. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und mir ist aufgefallen, oder was heißt mir ist aufgefallen? Ich habe mich ein bisschen belesen. Ich weiß jetzt, wie man Health Potion benutzt. Und wann vor allem, weil die sollen sehr selten sein, laut Informationen. Und dass jede Waffe Experience hat. Somit ist es vom Vorteil, jede Waffe auf jeden Fall so weit wie möglich zu nutzen, denn wir kriegen dadurch Skillpunkte, die dann quasi für uns permanent sind. Deswegen werden wir das machen. Und man kann auch zwei Waffen nehmen zum Parieren. Aber wie man pariert, das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Aber das werden wir machen. Nachdem ich mein Auge gerichtet habe, das wieder kratzt. Pause Recording. Continue recording now. So, alles sitzt, passt und hat Luft. Wir gehen los. Wir gehen jetzt weiter zur nächsten Dungeon und gucken, ob wir das anwenden können, was wir gelernt haben. Zurück in den Keller. Wir nehmen erstmal, genau, wir haben erstmal unser altes Schwert. Das werden wir jetzt hochleveln erstmal. Die Frage ist, ob wir auch gut parieren können. Das werden wir dann sehen. Auch interessant zu wissen, ob die Gegner wieder respawnen. Ja, die respawnen. Okay. Komm her. Okay, man kann parieren, das ist gut. Ja, so geht das mit dem Parieren. Da haben wir nicht so gut pariert, warum auch immer. Müssen mal schauen, wie wir das machen. Das ist jetzt gut Punkte gegeben. Ja. Wir dürfen auf jeden Fall, es ist Souls-like, sozusagen, wenn wir sterben, verlieren wir unsere ganze Erfahrungspunkte. Aber wenn wir wieder an die Stelle kommen, wo wir verloren haben, bekommen wir wieder die Chance, unser Zeug zurückzuholen. Du musst nur einen richtigen Winkel. Ja, das macht dich wütend, gell? Oh, jetzt ist er rasend. Oh, das ging jetzt gut. Oh, immer schön die Waffen mitnehmen. Es gibt Eisen, glaube ich. Na komm her, hier ist dunkel. Oh, er ist gefallen. Ja, du fällst. Der hatte viel Zeug. Fallende Gegner sind auch ganz, ganz wichtig. Ah, nehmen wir auf jeden Fall. Ah, da ist wieder. Wie gesagt, die sind scheinbar sehr selten. Mal kurz gucken. Haben wir es? Ja, wir haben. Ich glaube, das ist ein Bug, dass die immer wieder spawnen. Schön viele Ingots. Oh. Na komm, stolpere. Stolper doch.
Du Idiot! Das ist eine gute Taktik, ihn an die Wand fallen zu lassen. Die sind halt nicht so die Schlausten. Aber diesmal machen wir uns echt gut, würde ich sagen. Es fehlt halt wirklich an Musik irgendwie. Aber ich glaube, das würde auch irgendwie... irgendwie ein bisschen die Stimmung versauen. Hier ist immer gestorben, ja. Da ist der Dude. Können wir von hier? Komm! Okay. Jetzt müssen wir mal hinbekommen. Wir können sein Schwert kaputt machen. So. Jetzt habe ich dich. Oh, fuck, jetzt hat er mich. Und wieder gefallen. Puh. Und die Seele. Wo ist meine Seele? Werde wahrscheinlich. Wird's Zeit mal Health Potion auszuprobieren. Also scheinbar über den Kopf fallen lassen. Ja, gibt dann 20. Also das muss man auch erstmal herausfinden. Habe ich auch jetzt nur laut aus dem Internet gefunden, die Info, wie man das nutzt. Im Spiel bekommt man keinen Hinweis darauf, wie man Health Potions nutzt. Schade irgendwie. Mach hier mal alle Fackeln wieder an. Das macht auf jeden Fall. Auf jeden Fall Spaß. Nimm das mit zum Parieren. Finde ich eigentlich mal gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Okay, hier geht's wahrscheinlich zum nächsten Level. Keller 2.0, würde ich sagen. Und hier geht's wieder hoch. Today we went deeper into the cellars. I don't want to, but I know that I must go on. Mm. Cherie says that I'm going to reach the bottom, she is sure. Her eyes sparkle like crystals when she smiles. She always comforted me like this, even when we were children, even if she was the younger one. I am not going to let her down. Not this time. Das ist gut. Was ist das? Okay, weiter geht's. Wir sind hier noch nicht fertig. Komm her. Lass mich ihn wieder in die Wand irgendwie hinbekommen. Muss halt von der Seite kommen. Immer schön an die Wand. Na komm. Komm her. Mach deine Waffe kaputt. Was machst du denn ohne Waffe? Hm? Ich glaube, das geht nicht kaputt.
Das ging jetzt ein bisschen lange. Für meinen Geschmack. Sind wir hier? Es geht halt schon gut in den Atmen, in den Atem. Dieses Rumgefuchtel, auch wenn es nicht so aussieht, versuche ich da schon mit System zu fuchteln. Nicht willkürlich wie ein Verrückter. Hier ist nichts. Ist hier irgendwas? Nein. Ich bin gespannt, was für Waffen noch kommen. Jetzt wiederholen sich die Dungeons. Der hat einen Degen. Nee, doch nicht. Holzschild. Gut. Oh, da hat er mich. Oh, fuck. Verdammt. Oh. Scheiße, da hat er mich. Muss ich leider doch den Potion jetzt schon benutzen? Whoops. Schon wieder anfangen gelassen. Oh. Aber wir könnten. Haben wir ein bisschen mehr Energie gebrauchen. Das ist nicht so gut. Wir müssen das mit dem Parieren besser hinbekommen. Hier ist nichts. Die sind halt echt selten. Die Fläschchen. Das stimmt schon. So, da geht's runter. Dann gehen wir noch den Weg von vorhin nochmal kurz durch. Scheiße, hat schon wieder ein. Oh, fuck. Fuck, warum hat er jetzt getroffen? Ich lass ihn einfach nicht. 30. Die Frage ist, wenn ich jetzt rausgehe aus dem Dungeon, verliere ich dann alles? Müssen wir ausprobieren. Nach Hause gehen? Ja. Theoretisch müsste ich ja. Ich darf nicht sterben, glaube ich. Wenn wir das aber so halten, dass ich immer wieder zurückkehre, sollte das eigentlich gehen. Hallo? Nein, das wollte ich nicht. Na, wie dem auch sei. Können wir jetzt eigentlich von dort aus wieder in den Dungeon rein? Nee. Also, weiter geht's. Wie sieht's mit der Erfahrung aus? Ja, so langsam kommt's. Neue Waffen haben wir leider nicht und wir können auch die Waffe auch nur einmal craften. Das ist schade. Aha. Wir gehen Schritt für Schritt. Macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt gleich
Ganz nach unten gehen. So. Ja, das sind irgendwelche. Das ist irgendein Bug. Definitiv. Oh, fuck. Na, komm. Komm doch hoch. Oh, fuck. Da hat er mich gut getroffen. Ja, ich muss seine Schwachstellen. Ups. Alter! Seine Schwachstellen finden. Und dann am besten dann zuschlagen. Wenn er es nicht erwartet. Nur weg da. Jetzt haben wir eine andere aufgebaute Map. Ist ja prozedural generiert. Ist ja ganz klar, Alter. Dass dann immer die Gegend neu aufgebaut wird. Dementsprechend auch woanders die Gegner verteilt sind. Na komm, mach was, sonst mach ich was. Das war jetzt aber ein geiler Power-Move. Na hier irgendwas. Irgendwas Wertvolles? Nein. Oh, hier ist aber dunkel. Hier ist richtig dunkel. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwas versteckt. Irgendwas Nützliches. Aber nein. Der Zufall möchte es nicht. Auch nichts. Wir haben trotzdem alle Lichter an. Ja, ich hab's gewusst. Der hat eine krasse Folge. Oh, fuck. Scheiße, ey. Der macht uns richtig fertig. Oh Mann, da muss ich. Das macht mich nervös. Health. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und es ist so dunkel. So, wir brauchen Plan B. Was, wenn jetzt ein Gegner kommt? Wir haben nur noch
22 Health Points. Eigentlich könnten wir hier... Nee. Zu riskant. Wenn wir jetzt sterben, verlieren wir unsere ganzen Erfahrungspunkte. Das wäre mies. Deswegen gehen wir wieder raus und versuchen es beim nächsten Mal besser hinzubekommen. Es ist besser, heil wieder zurückzukehren, als gebrochen von neu anzufangen. Sonst kommen wir nicht weiter. Ist da noch irgendetwas Wichtiges? Nee. Okay. Demnächst haben wir bald ein Level geschafft. Und dann können wir die stärkere Waffe nehmen. Also an Ingots fehlt uns es nicht. Wir haben jetzt echt schon genug. Und schon wieder ein neues Level. Aber nichts Interessantes für uns. Außer das Kämpfen. Ich meine, wir werden da dadurch ja immer besser. Wir bekommen ja Erfahrungspunkte, die wichtig sind für uns. Also ist es nicht umsonst, dass wir jedes Mal dann das Level neu machen. Das hat ja nur seine Vorteile. Ich meine, wir müssen ja trainieren, um besser zu werden. Gucken, ob wir ihn wieder an die Wand bekommen. Den Dude. Ja, komm her. Gut. Nicht mehr lange, dann haben wir es. Hässliches Scheißvieh. Ja, okay, auch Goblins haben ihre Daseinsberechtigung. So ist es nicht. Wir wollen jetzt hier nicht Anti-Goblins sein. Obwohl, man muss schon sagen, die sind schon ziemlich hässlich. Und das ist der nächste Dude. Da hat er mich nach unten, muss ich dann vielleicht... Oh Mann! Ups. Wo ist die Mitte des Messers? Die Mitte des Raumes. Ich war, glaube ich, zu greedy. Ich könnte es vielleicht echt mal wieder mit dem Ausweichen versuchen. Ist zwei? Nee, ist nur einer. Okay. Dann mach den Hieb. Okay. Scheiße! Das fucking Licht ausgegangen. Scheiße, ey. Das Licht ausgehackt. 44. Bald Level up. Eigentlich könnte man echt wieder zurückgehen. Wir riskieren das jetzt einfach mit 44. Vielleicht reicht das ja aus. Sollte halt mal vorsichtig an die Sache rangehen. Viel zu hektisch. I can't see shit.
Ahnung, welche Richtung ich jetzt gehen soll. Mir lieber ein Trank, ey. Ja. Ey. Zappalot, ey. Sind wir jetzt immer noch kein Level up? Also langsam wäre ein Level up echt nicht schlecht. Oh, hier ist echt ja gar nichts. Kein Trank mehr. Also da ist eine Tür. Oh, hier ist ein Schlüssel. Okay, wir gehen jetzt nochmal den Weg zurück. Vielleicht finden wir da irgendwas. Oh, ich dachte gerade, irgendwas Nützliches. Ich bezweifle es. Aber wenn wir da Health Potion finden, wäre das echt gut. Also die Ambient-Musik, die macht schon was her. Vor allem, dass es so dunkel ist. Das ist schon arg, schon gut. Scheiße, es ist dunkel. Ich weiß halt nicht, ob da ein Gegner ist. Also ich glaube, notfalls kann ich ja zurück, auch wegen des Kampfes. Das ist eine fucking Truhe. Mir wenigstens ein Trank oder so. Yes. Flasche mir Essenzen. Essenzen, also Erfahrung. Ach so, mit den Essenzen müssen wir zurück, glaube ich. Okay. Weil siehst du, wir haben zu wenig Essenzen bei der einen Puppe. Aus, als wäre da alles frei. Ein Gegner, okay. Dafür Ingot. Eine Truhe haben wir gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir hier aber raus. Denn es bringt uns jetzt nichts, genau in dem Moment zu sterben. Das wäre fatal. Das wäre gar nicht gut. Hier ist aber auch nichts mehr. Die Frage ist halt, wir versuchen trotzdem mal weiterzugehen. Vielleicht haben wir das Level jetzt dann auch geschafft. Wir können von dort aus dann weitermachen. Wenn jetzt da kein Gegner ist oder so. Sieht auf jeden Fall sicher aus. Noch hier irgendetwas? Tränke zum Beispiel. Oh ja,
5 Ingots. Dann sage ich auch nicht 9. Von den 1000, den wir schon haben. Die werden bestimmt auch irgendwann mal wichtig sein. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Gegner. Wenn ein Gegner kommt, dann gehen wir. Okay. Ist da was? Ist gehört? Ach, da ist er. Okay. Und raus. So, jetzt gehen wir runter. Ja, erstmal heilen wir uns. Und dann gehen wir zu der Puppe. Und dann gucken wir, was die Puppe so uns bringt. Für Vorteile. Wir haben 271 Essenzen. Können wir damit unsere Waffe dann trainieren, glaube ich. Training. We've established a daily sword practice routine. We need to keep our skills sharp if we want to survive. Mm-hmm. And we will. Bran is furious. He and Charisse could never see eye to eye. But even offending her has always been dangerous when he was around. He came out of the gym sweating and with a mad light in his eyes, and he destroyed one of the training dummies. Okay, dann probieren wir das jetzt mal aus. Wenn ich jetzt... Keine Ahnung, was mir das bringen soll, aber es gibt epische Musik. Stufe 2. Aha, wir machen mehr Schaden und wir haben mehr Energie. Sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Wie hat das jetzt gezogen? Ich weiß es nicht. Sehr cool. Sehr cool. Und dabei belassen wir es für heute. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir es ein bisschen einfacher. Ich hoffe zumindest ein bisschen einfacher haben. Sehen wir dann. Abatmet. Oh, das Spiel bringt mich echt zum Schwitzen. Nicht nur, weil man da Angst bekommt zu failen, Souls-like-mäßig alles zu verlieren, was man dann so mühselig erreicht hat. Aber es liegt auch an den Temperaturen. Aber nichtsdestotrotz werden wir es weiter versuchen. Ich denke mal, ich hoffe zumindest, dass es einfacher wird jetzt, wo wir Stufe 2 erreicht haben. Das Prinzip im Training-Dummy finde ich eigentlich ganz cool. Und die Waffen haben wir demnächst auch voll gelevelt. Da kommen auch noch ein paar Skills dazu. Sehr cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In diesem Sinne, euer NeroFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.